Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dr. Pöks spielt XCOM. Wir haben jetzt erstmal dieses Small UFO vor der Brust und ich habe auch mal nachgedacht. Ich werde das hier ein bisschen anders gestalten. Wir haben ja ein Sectoid Leader. Oh, warte mal, ich guck erstmal kurz nach, wie viele wir haben. Weil wenn wir zwei haben, hat sich das Problem erledigt. Bitte, bitte. Nee, wir haben zwei. Das müsste also gehen. Nicht riskieren. Also der Punkt ist, es geht darum, dass ich doch ganz gerne das Psylab erforschen möchte. Weil dabei wird sich hundertprozentig rausstellen, dass die Hälfte der Leute hier nichts taugt. Und wenn ich sie schon rausschmeißen muss, dann würde ich das ganz gerne machen, bevor sie noch allzu viel besser werden. Und um zum Psylab zu kommen, muss man halt den einen Psy-Active Alien erforschen. Und das ist halt zum Beispiel ein Sectoid Leader. Wir brauchen den Sectoid Leader allerdings auch noch für das Topic, das nach Alien Origins kommt. Deswegen... Ja, dann erforschen wir erstmal Alien Origins. Das kann ja so lange auch nicht dauern. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Weil das Problem ist, wenn man den Leader sozusagen vorher verbraucht, dann muss man halt einen neuen einfangen. Theoretisch müsste das klappen, weil wir zwei haben. Ich weiß allerdings nicht, es kann sein, also Pech haben, wird dann der zweite gleich mit entfernt, sozusagen, wenn wir einen verbraten. Das weiß ich nicht aus dem Kopf, wie das Spiel das handhabt. Aber nur gut. So, wir wollten ja sowieso erstmal da gucke ich mir mal wieder mein Schiff an. Das ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe, deswegen weiß ich gar nicht mehr. Also das nehmen wir nicht mehr mit, das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt hat jeder Stunwards, brauchen wir nicht. Ja, das können wir so machen. Dann wollen wir mal losfliegen. Auf sie mit Gebrüll. Oder ohne. So. Ja, wissen wir das schon. Mhm, nein. Achso, jetzt hat der Heavy Weapons Guy wird keine Waffe haben, vermute ich. Obwohl, das ist gar nicht doof. Wer ist denn du auch? Obwohl, nee. Er schießt schon ungenau genug, das müssen wir nicht noch verstärken. Ja, dir fehlt auch eine. Es ist ja wieder hier. So. Achso, ja stimmt, ich habe ja eins zu viel, ein Laser Rifle. Okay. Oh, super. Wo? Gut, dann würde ich mal sagen, kill it. Shit, nicht tot. Aber nice shooting. Fuck. Sicherheitshalber noch eine Granate hinterher schmeißen. Obwohl, andererseits kann ja danach eigentlich nichts mehr machen. Ja, wir schicken da einfach einen hin und der den dann bewacht. So, was haben wir denn hier überhaupt noch? Da ist das UFO, das ziemlich kaputt aussieht. Und eine ganze Menge Gebäude, das ist ganz furchtbar. Aber hier ist Schicht. Gott, du kommst da hin. Okay.
ist auch noch ein Gebäude. Okay. Gut, viele Gebäude heißt viele Probleme, aber wir haben ja zum Glück Granaten. Also da, da. Shit. Das ist ganz blöd. Na gut, der Baum müsste dich ein bisschen decken. Eine Time Unit hat gefehlt. Das war ja klar. Okay. So. John. Gun. So, und den Rest lassen wir erstmal noch drin. Allerdings geben wir euch schon mal sowas in die Hand. Da sollten wir eine hinwerfen, da sollte ich eine hinwerfen. Ja, zwei müssen. Oh, da ist ein Loch drin, da können wir auch eine reinwerfen. Das ist ganz gut. Dann. So. Dann auch die wertvolleren. Warum auch immer dieser Rookie als wertvoll erachtet wird, der so gute Werte. Müsst ihr jetzt mal nachgucken, was genau die Regeln sind, nach denen XCOM Util entscheidet, wer an welche Position gestellt wird. Das weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Okay. So. Ja, dann wollen wir mal gucken. Was? Auf die Aufregung am frühen Morgen. Oh Gott. Wow. Also gut, dich, also du bist kein Problem. Das Problem ist, der steht wieder so. Den können wir hier mit einer Granate nicht treffen. So ist, wir dürfen auch nicht die Treppe zerschießen, sonst kriegen wir ihn nicht mehr. Oh Gott, das ist ja ganz hervorragend. So, ne, dann gehst du aber mal. Geschossen hast du ja hoffentlich schon. Ja. So, Old Dragon. Na? Okay. Ja, okay. War zwar nicht der Plan, aber... Das ist... Der steht da aber auch sau beschissen. Also... Mistvieh. Ja, ganz hervorragend. So. Stinger. Mach du das mal. Wieso schon wieder zwei? Ach, da ist noch einer. Ah, das ist. Gut, probieren wir erstmal den hier. Den müssen wir doch mal irgendwann mal kriegen. Nice. Very nice. Headshot und die Treppe ist noch heile. Wunderbar, perfekt. So, da das so super lief,
das Dinger. Und bitte nicht deinem, obwohl, nee, das wollen wir nicht, das riskiere ich besser nicht. Hallo? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Okay, Stinger, das muss doch du machen. Der Kollege Waterman hat gerade eine kleine Auszeit genommen. Ich meine, das sind 3 Meter, ja? Okay. Oh, nein. Nein. Schade. So, was haben wir denn hier noch? Wer kann denn noch schießen? Das ist ja alles. Kannst du noch mal zur Seite? So, Nina Barry. Müssen wir doch mal klein kriegen hier. Very nice. So. So, dieses Haus hat ja schon ein bisschen gelitten. Hm. Ja, das... gut. Aber jetzt stehen wir hier natürlich reichlich dürftig, sage ich mal. Dann müssen wir hier erstmal... Also du bist ja sowieso... Du hast auch schon... Okay... Dann haben wir hier noch ein Problem, prinzipiell. Du hast das jetzt nicht aufs Dach... Oh Mann, du Idiot! Du kannst das doch nicht aufs Dach werfen! Dankeschön. So, dann gucken wir mal. Oh. Na toll, super. Habe ich 3 Alien Grenades verballert für nix und wieder nix. Das waren schon alle. Oh, 7 sind tot, ja. Toll, die waren alle, sind alle beim Crash umgekommen. Ein Live-Alien? Den haben wir doch erschossen. Der ist doch gestorben. Der hat doch geschrien. Also der ist doch umgefallen. Dann ist er wieder aufgestanden. Und dann haben wir ihn erschossen. Oder habe ich jetzt gerade gepennt? Aber gut, vielleicht haben wir gerade mit. Vielleicht haben wir jetzt mit einer der Granaten noch ein Alien betäubt. Das kann ja sein. Das war ja, lag ja alles im Dunkeln da. Da besteht ja durchaus die Möglichkeit dazu. Ja, okay. Ansonsten okay. Dann geht's jetzt mal zurück. Und speichern mal. Und gucken uns mal an, was unser Research-Fortschritt macht. Ja, der ist gut. Cell. Könnten noch ein paar mehr Heavy Plasmas, Plasmas gebrauchen, liebe Aliens. Wenn ich die dann irgendwann, also in näherer Zukunft erforsche, hätte ich auch ganz gern für alle Leute welche. Immer noch nur ein Blaster Launcher. Small Launcher, Stun Bomb haben wir auch keine mehr. Also nicht mehr wirklich. Alien Grenades, ja toll, 3 verballert. Und keine dazu gekriegt, glaube ich. Wir hatten vorher 18. Das ist ja alles sehr unbefriedigend. Blöden Mind Probes. Die
sehr nützlich sind, allerdings nicht in der Anzahl. So. Welches Datum haben wir? Den 11. Den 11., den 11., den 11., den 11. Ich glaube, wir machen das noch anders. Hallo. Oh fuck. Oh Gott. Aber immerhin, es ist nicht very large. Das ist ja schon mal ein Vorteil. So, dann mal drauf da. Aber nicht über Wasser. Wir schießen hier kein großes UFO über Wasser ab. Kann jetzt nicht. Oh. Cancel. Super. Super, 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 super. Hätten wir es mal über Wasser abgeschossen. Na gut, haben wir eine Terrormission, ist auch schön. Haben wir quasi Geleitschutz geflogen für die Aliens, damit sie zu ihrer Terror-Site kommen. Das ist ja auch sehr fair von uns. Einen kleinen Moment mal. Ja, herzlich willkommen zurück, muss ich ja sagen. Das letzte Video hat etwas abrupt geendet. Also beziehungsweise eben gerade hat es relativ abrupt geendet, weil ich werde die Videos, denke ich, zusammenschneiden. Das lag daran, dass... ich weiß nicht, ob das an dem Java-Pop-Up... lag. Auf jeden Fall ist entweder DOSBox oder XCOM abgeschmiert oder zumindest eingefroren. Also man konnte... Die Maus war weg. Also kein Cursor mehr. Also nichts mehr zu bedienen. Ich konnte mir da nur so behelfen, dass ich das DOSBox-Fenster geschlossen habe. Ich habe jetzt neu gestartet und unser Savegame geladen, das ich ja glücklicherweise angelegt hatte. Und wir machen jetzt einfach da weiter, wo wir... Quatsch. Da weiter, wo wir aufgehört hatten. Also das heißt ein paar Stunden vorher. Das hatte ich nämlich gemacht. Aber mal gucken, ob wir das Terrorship diesmal wiederfinden. Oder ob es uns diesmal durch die Radarlappen schlüpft. Aber um fair zu sein... würde ich jetzt diesmal auch nicht abschießen, weil, wir haben es ja eben gerade nicht abgeschossen und das wäre ja blöd. So, da ist es. Oh, das war ziemlich weit weg. Wollen wir uns die Terror-Mission ersparen? Nee, wollen wir nicht. Du fliegst aber lange rum da. Okay, gucken wir erstmal, was wir hier haben. Alien Origins. It is clear that we are fighting a losing battle on Earth. The alien hordes are overwhelming in number. The best we can do is slow down their progress. The only hope for humanity is to tackle the aliens at their source. Our research seems to indicate a nearby base of operations within our solar system. Aliens indicate this place to be the center of an ancient civilization that predates human history. We must locate this place as soon as possible. However, we need to capture and interrogate an alien leader to gain more detailed information. The larger UFOs probably contain at least one alien leader. Ja, ja. So, dann machen wir das auch gleich mal. Allerdings nicht wegen der Sache, sondern wegen dem Psylab. Aber das kriegen wir dann, glaube ich, beides. So, willst du nicht mal... Aha, Rom. Oh, das ist ja schon fast Tag. Da könnten wir ja mal... okay. Dieses Ding verschwindet nicht, wenn es von einem
XCOM-Schiff angewählt ist, sozusagen. Das ist ein kleiner Trick. So, jetzt auch nochmal gucken, was wir mit unserem Schiff hier, ob wir gut ausgestattet sind. Na, für den Fall, dass es... fuck. Dass es doch noch Nacht ist. So, das brauchen wir nicht. Ansonsten ist das okay. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Oder? Ah, nehmen wir mal mit. Gut. Ja, dann würde ich sagen, werde ich hier das Video jetzt mal beenden und versuchen, das mit dem anderen zusammenzufügen. Und beim nächsten Mal gehen wir dann die Terror Mission an. Also, bis dahin. Tschüss.